Pauli und Altona, das ist eine Stadt vor fast 300 Jahren. Hier wurde am 9. Mai 1688 Johann Hinrich Harry als Meister in das Protokoll des Altonaer Bäckeramtes aufgenommen. Mit diesem Tag beginnt die offizielle Geschichte der Harrys. Seit 1688 backen die Harrys Brot. Und heute ist Harrybrot überall in Groß-Hamburg bekannt. Nicht nur in Hamburg, auch über die Grenzen der Hansestadt hinaus. Die Harry-Bäckerei ist ein großer Betrieb. 1963 erbaut, ausgestattet mit den modernsten Anlagen und Einrichtungen für die zeitgemäße Herstellung hochwertiger Brot- und Backwaren. Hier das Labor. Das Qualitätssicherungsprogramm der Harry-Bäckerei umfasst die Prüfung von Mehlproben, Mischungen, Teigansätzen. Es umfasst die Überwachung der bewährten Rezepturen. Hier nimmt alles seinen Anfang. In diesen Silos wird das Mehl gelagert, viele verschiedene Sorten, bis es durch geschlossene Rohrleitungen in die Teigmacherei gefördert wird. Ein guter Bäcker muss heute auch eine Menge von Technik verstehen. Die einzelnen Mehlsorten werden mit elektrischen Impulsen aus den Silos abgerufen. Auf pneumatischem Wege, das heißt durch Druckluft, wird das Mehl durch die Leitungen gejagt. Das sind die Vollkorn-Schrot-Silos der Teigmacherei. Und hier ein Gesamtblick über diese wichtige Abteilung, die Tag für Tag viele verschiedene Teigsorten herstellt. Das ist die Schalttafel der Rundstückanlage. Von hier aus wird jede Nacht ein faszinierender Prozess in Gang gesetzt. Das Wirken und Rollen und Formen der Teigstücke, die wenige Stunden später als knusprig frische Brötchen auf ihrem Frühstückstisch liegen. Es ist ein weiter Weg bis zum Backofen. Dann geht es weiter in tief gestaffelten Kolonnen. Eine prachtvolle Parade. Sie führt geradewegs in den großen Netzbandofen. Da ist es heiß. Das gibt die schöne, goldgelbe, knusprige Kruste. Ihr Weg wird sorgsam überwacht von elektronischen Anlagen. Und wenn sich irgendwo ein winziger Fehler einschleichen will, dann tutet der Ofen. Das ist nicht zu überhören. Kleine Störung ist schnell beseitigt. Der Backmeister kontrolliert befriedigt den weiteren Verlauf der Dinge. Pardon, der Brötchen. Gleich sind sie soweit. Da erscheinen die ersten frischen Brötchen dieses Tages am Auslauf des Netzbandofens. 20 Stück nebeneinander. 5 Reihen ab in den Korb. Das sind dann, nach Adam Riese, 100 Brötchen pro Korb. Aber es geht hier nicht nur um Brötchen. Seit 1688 backen die Harrys Brot. Brot und immer wieder Brot. Der Teig ist aller Brote Anfang. Wieder sind wir in der Teigmacherei. Der Bottich fährt automatisch an die Hochrampe der Abwiegeanlage und kippt seinen Inhalt in den großen Trichter der Portionswaage. Hier werden am unteren Ausgang des Trichters die Teigstücke im vorgeschriebenen Gewicht entnommen.
Dann beginnt auch für den Brotteig ein turbulenter Tanz durch die Bandstraßen der Wirkanlage. Der Teig wird rund gewirkt, wie es die Hausfrau auf dem Küchentisch machen würde. Hier geschieht es maschinell, mit Kraft und Gründlichkeit. Teigstücke, die wenig später zu Brot oder Toastbrot verbacken werden. Toast in spe, auf dem Weg in die Gäranlage. Hier ist es warm, hier geht der Teig auf, wird locker, bei vorgeschriebener Luftfeuchtigkeit. Im tropischen Klima wird er reif für den Ofen. Und immer neue Teigstücke durchlaufen die Wirkmaschine. Ein Anblick emsiger Geschäftigkeit. Dann springen sie, in der vorletzten Station ihrer sausenden Fahrt, in die Walze, wo sie langgewirkt werden. Das ist der Gärraum für das Brot. Die langgewirkten Teigstücke sind inzwischen einzeln in Körbe gelegt und hier zum Gären abgestellt worden. Nun sind sie backfertig und werden Stück für Stück auf das Netzband des Ofens gesetzt. Mal sehen, was dabei herauskommt. Aha, Klein Harry. Und das sind Milchstuten. Hier haben wir die 1,5 Meter langen Brote, die zu Schnittbrot verarbeitet werden. Was ist denn das? Kennen Sie doch. Natürlich, hier werden Berliner gebacken, schwimmend in heißem Erdnussfett. Wenden? Jetzt sieht man mal, wie der hübsche helle Gürtel entsteht. Fertig. Und nun hinein mit der guten Marmelade. Und dann kopfüber in den Zucker. Einmal hin, einmal her, ringsherum, das schmeckt so süß. Das ist Sandtortenteig. Gut durchgerührt, nach Hausfrauenart. Hier kippt er in die Apfelmaschine. Ein Kindertraum, diesen Topf ausschlecken dürfen. Das sind Pufferformen, die gleichen, die Sie auch zu Hause haben. Jede wird mit derselben Menge Teig befüllt. Und hier die langen Kastenformen für Sandtorte. Frische Zitronenrollen, appetitlich verpackt. Mit dem Markenzeichen, das Qualität garantiert. Schokoladensandtorte. Harry Schokoladenpuffer im Halbkarton. Auf dem Fließband der Verpackungsmaschine. Fertig zum Verkauf. Rosinenpuffer
In der Packstation stehen moderne Maschinen, die Kuchen und Brot automatisch verpacken. In Klarsichtfolie, wie hier. Oder in Polybeutel, wie auf dieser Maschine. Hier wird das Langbrot in Scheiben geschnitten, mit rotierenden Messern, eine Scheibe wie die andere. Immer neue Brotstangen laufen in die Maschine ein. Das ist die Wiegestation. In gleichmäßigen Gewichtseinheiten wird das Schnittbrot auf das Zulaufband der Verpackungsmaschine gesetzt. Fertig verpackt, geht das Brot in die Transportkästen. Schwarzbrot, appetitlich verpackt. Wie immer bei Harry. Hier wieder im Polybeutel. Das Toastgatter schneidet das ganze Toastbrot auf einmal in Scheiben. Harry Toast wird in Spezialfolie verpackt. Auch dieser Weg endet am großen Treffpunkt aller Harry-Erzeugnisse, in der Expedition. Von hier aus wird die backfrische Ware mit den blau-weiß-roten Harry-Wagen direkt zu den Einzelhändlern gefahren. Brot und Feingebäck aller Sorten, einer so schmackhaft wie die andere, köstlich und gut, wie alles von Harry. Täglich Harry-Brot, das ist wirklich ein Beitrag zu gesunder Lebensweise. Seit 1688 backen die Harrys Brot.